Sie haben keine Chance. Wade hat gute Tipps. Die Informationen zur Rückgabepflicht für Batterie. Ja, Stanley Adler? Über meinen Vornamen brauchen Sie sich nicht zu wundern. Ich habe schottische Vorfahren. Mein Name ist Holberg. Benno Holberg. Fein. Und dann setzen Sie sich mal. Ja, das ist eine irrwitzige Geschichte. Auf mich ist gestern Abend ein Mordanschlag verübt worden. Mordanschlag? Im Hausflur. Und stellen Sie sich vor, ich kam gestern Abend nach Hause, wollte gerade die Wohnungstür aufschließen, steht da doch so eine Typ im Hausflur mit Gesichtsmaske und Sonnenbrille. Stellen Sie sich das vor. Ich stelle es mir vor. Er spricht mich an, ich sage, ja bitte. Und da hat der Kerl doch eine Pistole in der Hand und schießt. Dann verstehen Sie kein weiteres Wort. Er schießt einfach so. Lausiger Schütze, wie? Naja, ich bin weggetaucht und bin ihn angesprungen. Wir sind beide die Treppe runter und da hatte ich für einen Moment einen Filmriss. Und nach dem Filmriss? War der Kerl abgehauen. Die Nachbarn standen um mich rum. Sie hatten den Schuss natürlich gehört. Ich habe ihnen gesagt, es wäre alles ein harmloser Ulk gewesen. Und sie haben es sogar geglaubt. Warum? Warum was? Warum die Story vom Ulk? Na, die hätten doch darauf bestanden, die Polizei zu rufen. Und das kann ich mir nicht erlauben. Na schön. Und worum geht nun die Aufregung? Sehen Sie, als wir die Treppe runterkugelten, habe ich mich an ihm festgekrallt. Dabei ist seine Jackentasche aufgerissen und das hier, sehen Sie? Dieser Zettel, der war in seiner Tasche. Eine Namensliste. Vier Namen. Und einer davon ist meiner, verstehen Sie? Ich stehe auf seiner Liste. Der Mann hat's auf mich abgesehen. Es war also kein Zufall, keine Verwechslung, kein Irrtum. Und nun sind Sie dran. Komm. Bitte? Ein Privatdetektiv hierzulande ist ein harmloser Zeitgenosse. Er sammelt allerlei Informationen, mehr nicht. Aber Ihre Sache ist ja fast ein Mordversuch. Es ist ein Mordversuch! Na sehen Sie. Dafür haben wir eine Polizei und die ist gar nicht so schlecht wie Ihr Ruf. Keine Polizei. Was anhängig, oder? Nehmen Sie den Zettel wieder mit, Herr Holberg. Ich will ihn gar nicht gesehen haben. Sie wollen mir nicht helfen. Bei Kenntnis einer kriminellen Handlung bin ich verpflichtet, die Polizei zu verständigen. Also tun Sie mir den Gefallen, vergessen Sie, dass Sie bei mir waren. Ich zahle Ihnen doppeltes Honorar. Sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Alles Gute. Frau Kruse, der Herr möchte gehen. Na, Sam Spade, sind Sie nicht gerade wie? Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ich bringe das Frühstück. Trällern Sie nicht immer, als ob Sie gerade einem Werbespot entsprungen sind. Ja, schlecht ja schlafen, Herr Adler. Ich schlafe, wie ich will. Und schlechte Laune tut mir gut. Ja, steht wenigstens was Vernünftiges in der Zeitung. Ja, in brillanter Mord, hier auf der Titelseite. Geheimnisvolle Bluttat in Weißensee. Ja. In Weißensee wurde gestern der Handelsvertreter Eduard Bieringer. Der Name stand auf der Liste. Liste? Etwa auf der, die der Herr gestern aus Versehen liegen gelassen hat? Haben die Hühner schon gefrühstückt? Wenn nicht, können Sie es haben. Warte, Ike? Nee, die Hühner. Ich fahre nach Weißensee. Tja, Frau Bieringer, mir tut das natürlich alles. Ich meine, ich kann verstehen, was Sie jetzt fühlen. Sind Sie von der Presse? Ich habe da schon gestern den ganzen Tag... Nein, ich bin kein Reporter. Ich will Ihnen lieber gleich die Wahrheit sagen. Ich bin Privatdetektiv, aber das muss Sie nicht erschrecken. Eigentlich habe ich mit dem Fall nichts zu tun. Warum kommen Sie dann zu mir? Weil ich denke, ich weiß etwas mehr als die Polizei. Der Mörder hat noch andere Leute im Visier, glaube ich. Aber das ist alles sehr vage und wenn Sie nicht darüber sprechen wollen... Nein, schon gut. Nehmen Sie Platz. Danke. Ich möchte mir gerne ein Bild von dem Fall machen. Haben Sie eine Vermutung, wer der Mörder ist? Nein. Danach haben Sie mich gestern auch immer gefragt. Oder ob er irgendwelche Feinde hatte und wer einen Vorteil von seinem Tod haben könnte. Alle haben Sie gefragt. Die von der Polizei, von der Zeitung, vom Fernsehen. Alle. Die Tat gibt keinen Sinn, oder? Dieser Mann stand einfach im Hausflur und hat geschossen? Nein. Erst hat er meinen Mann angesprochen. Er sagte, Herr Bieringer. Mein Mann sagte ja.
Und dann hat er geschossen. Einfach so. Einfach so. Woher wissen Sie das? Ich war ja dabei. Ich habe alles gesehen. Ach, davon stand aber nichts in den Zeitungen. Tja, also, naja, die Polizei hat gemeint... Sie sollen es den Presseleuten nicht sagen. Mhm. Weil dann der Täter glaubt, sie könnten ihn identifizieren, stimmt's? Stimmt. Und? Können Sie es? Wie denn? Er trug eine Maske vorm Gesicht und eine Sonnenbrille. Bitte, ich möchte darüber nicht mehr reden. Natürlich. Er trug eine Maske, aber er hat geredet. Denken Sie an die Stimme, an den Klang, an den Dialekt. Ja, ja, die klang ein bisschen komisch. Aber er hat ja kaum was gesagt. Er sagte, Herr Beringer. Nein. Jetzt, wo Sie von Dialekt sprechen, fällt mir es ein. Er sagte nicht Herr Beringer. Er sagte Mr. Behringer. So, das ist ein Zwei-Portion-Tee. Sie haben es auch in der Zeitung gelesen, Herr Ulbeck. Scharf kombiniert. Dieser Tee ist hundsordinär. Ceylon drucken und dann auf sich die Mühle gepresst. Sie wollten ja keinen Aufgusspumpe. Ich möchte Tee. Toni Emil Emil. Günther. Wie? Man nennt mich Günther. Also gut, Günther, versuchen Sie es nochmal. Diese hübschen Scheiße. Das habe ich gehört. Also es ist wirklich idiotisch, Schulwerk. Was? Der Mann könnte noch leben, wenn Sie nahe zur Polizei gegangen wären. Oder wenn Sie meinen Auftrag angenommen hätten. Also gut. Eduard Beringer steht auf der Liste. Was ist mit den anderen Namen? Nichts. Es muss doch irgendeine Verbindung geben zwischen Ihnen, Herrn Beringer und den anderen. Ich schwöre Ihnen, ich kenne keinen von denen. Gehen Sie zur Polizei. Ausgeschlossen. Tja, ich kann Ihnen nicht helfen. So, der Scheiß-Tee. Sie übertreffen sich, der ist noch scheußlicher als der erste. Für Scheißtüten gibt's Scheiß-Tee. Langsam gefallen Sie mir, Günther. Ach, das noch. Denken Sie nach, Holberg. Wie hat der Kerl sich ausgedrückt, als er Sie angesprochen hat? Ja, merkwürdig. Wie ein Amerikaner. Er sagte Mr. Hellberg. Genau wie bei Beringer. Und da zündet kein Funke? Kein Amerikaner in Ihrem Bekanntenkreis? Nein. Sie sind wenig ergiebig, Holberg. Halt, Moment. Was ist? Ernst Halden. Mit einem Ernst Halden habe ich mal zu tun gehabt. Sie auch? Nein, nie. Hätte ja sein können bei Ihrer Angst vor der Polizei. Secret Agent Man, Secret Agent Man. They've given you a number and taken away your name. Ich habe alles versucht, Ernst, alles, um ihm klarzumachen, dass ein Besuch bei dir nicht angebracht ist. Ja, und um zu verhindern, dass er mich erwürgt, bist du gleich mitgekommen. Kranksein ist offenbar gut für die Gesundheit. Sie sehen blendend aus. Bin auch schon wieder ziemlich in Ordnung. Na, dann erzählen Sie doch mal von Ihren Künsten beim Pistolenreinigen. Woher? Du bist ein Schwätzerfleck. War es eine amerikanische Kugel? Wer hat Sie informiert? Keiner. Ich weiß es einfach. Sie haben recht. Er sprach mit amerikanischem Akzent. Er hat geschossen. Ohne weitere Warnung. Ja. Nicht gerade ein Genie in seinem Job. Zum Glück. Und Sie lassen das auf sich beruhen, hauen sich in die Falle und schwatzen von Unfall. Natürlich ermitteln wir. Aber was, Adler, was haben Sie damit zu tun? Nichts. Das ist ja mein Problem. Deswegen bin ich hier. Will die Sache loswerden hier. Schauen Sie sich mal den Zettel an. Was ist das? Die Abhakliste unseres Kunstschützen. Wir sind davon ausgegangen, dass es ein Racheakt war. Na, das ist doch was. Was glauben Sie, wie viel schwere Jungs mir Rache geschworen haben? 35 Dienstjahre, das läppert sich. Jetzt haben Sie ein paar Kumpels. Den drei anderen hat er auch Rache geschworen. Die Namen sagen mir absolut nichts. Aber es muss eine Brücke geben. Kramen Sie in Ihrem Gedächtnis. Da weiß ich was Besseres. Wir kramen in Papier. Horst, schreib dir die Liste ab. Durchforste die Protokolle der letzten 15 Jahre. Such nach diesen Namen. Ach, das dauert doch Wochen. Und dann rausch ab. Du hast 12 Stunden Zeit. Meine Mutter hat mich gewarnt.
Aber ich musste ja Bulle werden. Tja, ich will dann auch mal gehen. Und Ihren Klienten werde ich, so weit wie möglich, aus dem Spiel lassen. Hauptsache, der Mörder lässt ihn aus dem Spiel. Isse, mein Schatz, bei euch gehen ja schon die Lichter aus. Hey, Stanley Nighthawk. Bei uns ist finito. Ich sehe volle Flaschen. Na schön. Ein Drink noch. Whisky? Richtig. Mit Eis? Mit Whisky. Ein Whisky mit viel Whisky. Für dich auch. Okay, Stan. Ach, Isse, habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass ich dich liebe? Mhm. Immer wenn du Sorgen hast. Also hörst du jeden Tag von mir eine Liebeserklärung. Ist das nicht großartig? Cheers. Cheers. Na, Stan? Was heißt na? Du hast was auf dem Herzen. Der Ärger ist, dass du Ärger hast, oder? Na, ein kleines Problem. Es geht mich eigentlich gar nichts an. Zigarette? Mhm. Aber was willst du machen? Ich komme nicht davon los. Hm. Aus damit. Hm. Nimm mir mal an, du wärst unermesslich reich. Mhm. Du kennst doch die Rasse, Isse. Die Exklusivhorde mit Privatjet und eigener Insel, denen nichts gut genug ist. Ein Barockbeichtstuhl als Hausbar ist eine müde Niete, da muss schon ein gotischer her. Hm. Ein Kaviar bestellen sie direkt bei Jelzin und wenn sie schwimmen wollen, mieten sie den Bodensee. Okay, so halbwegs weiß ich, wen du meinst. Nun nimm mal an, so einer will jemanden ermorden lassen. Warum sollte er das tun? In seinen Kreisen wählt man aber nur das Beste vom Besten. Den Lachs lässt man aus Norwegen einfliegen, die Nelken aus Nizza und einen Killer eben aus Chicago. Lass die Finger davon, Stan. Du sagst doch selbst, die Sache geht dich nichts an. Wie kommen Leute aus diesen Kreisen an einen Killer ran? Hm, da musst du mich nicht fragen. Ich habe eine solide kleine Pianobar. Solche Typen verkehren nicht bei mir. Sieh mal, mein Mann gehört auch nicht zu diesen Typen. Sonst würde er keinen amerikanischen Killer mieten. In Europa gibt's viel bessere. Er kennt sich in dem Gewerbe nicht aus. Er muss den Kontakt zur Unterwelt erst suchen. Und nicht zu irgendeiner Unterwelt. Exklusiv muss sie sein. Dann würde ich zu Tipsy gehen. Tipsy? Hm, unser Langlöwe. Keiner weiß, womit er sein Geld verdient. Aber er hat eine Menge davon. Hm. Er ist mal hier, mal da, aber immer dabei. Er ist jung, schön und man traut ihm die verwegensten Verbindungen zu. Hat er vielleicht auch einen bürgerlichen Namen? Er heißt Max Schochhammler. Schochhammler? Na dann lieber Tipsy. Stan, ich habe Angst um dich. Große Angst. Das ist ein ungewohnter, aber liebenswerter Gedanke. Zweimal Menü Nummer Uno und vorher Allsuppe. Sehr wohl, die Herren. Danke. Also dieser amerikanische Killer, Mietl hat mir davon erzählt. Also da setzen sie sich mit dem blanken Hintern auf eine glühende Herdplatte. Oh, Herr Tipsy, Sie können das gut und gerne vergessen. Ich habe nur ein bisschen gegrübelt. Ich konnte mir nicht erklären, warum ein Mörder mit amerikanischem Akzent spricht. Und das ist ein ärgerlicher Zustand. Ich habe gerne Erklärungen für die Dinge. Und da denkt man halt ein bisschen kreuz und quer, nicht? Das ist alles. Ja, es ist ja schon gut. Die Sache ist nur die. Ja? Es ist nämlich jemand zu mir gekommen und hat sich nach einem amerikanischen Berufskiller erkundigt. Was sagen Sie da? Ja, deswegen habe ich auch ein bisschen Angst um Sie. Kennen Sie den Mann? Können Sie ihn identifizieren? Und selbstverständlich. Ich glaube bloß nicht, dass Ihnen das sehr viel weiterhilft. Also verderben Sie mir nicht den Appetit auf die Aalsuppe. Aber nicht doch. Er wollte eigentlich niemanden engagieren. Er wollte nur meinen Rat, wie man sich vor einem solchen Menschen schützen kann. Ach so. Heißt der Mann Benno Holberg? Nein. Der heißt Müller. Hans Müller? Ja. Sehen Sie, und da treten Sie in meditative Scheiße. Ich muss hier warnen. Wer ist Hans Müller? Oh Gott, wie drücke ich mich da aus? Ist
Ja, der Robespierre vom Stuttgarter Platz. Ach, der Hans Müller. Ja, kontrolliert fast jedes zweite Lokal. Eigene Bodyguards und nicht die Spur vom Moral. Naja, dem sollte man nicht ins Gehege kommen. Aber auch nicht die Absicht. Naja, ich hatte ein längeres Gespräch mit der Itel. Wenn sie Geld verdienen müssen, werden wir bestimmt was finden. Aber da wissen es, da halten sie es lieber raus. Sie sind ja wie ein Bruder zu mir. Itel liebt sie. Er ist der Teufel, warum? Und ich liebe Itel. Ich sehe, wir sind ein gutes Gespann. Wir lieben dieselbe Frau. So, meine Herren, zweimal die Aalsuppe. Danke, Herr Ober. Guten Appetit. Danke. Und wenn Sie mir jetzt noch freundlicherweise seine Adresse geben könnten. Adresse? Welche Adresse? Die von Hans Müller natürlich. Ihr Chef, der dabei sich habt, einen sechsschüssigen Ballermann. Und ein PA, ist Privatdetektiv und heißt Stanley Adler. Und Sie sind Müller. So ist es. Was sollen wir denn jetzt mit ihm machen, Chef? Nichts, ihr Esel. Hab ich euch nicht gesagt, ihr sollt meine Gäste mit Respekt behandeln? Gebt ihm seine Sachen wieder. Ja, danke. Entschuldigen Sie, Herr Adler. Nehmen Sie Platz, bitte. Ja, danke. Mögen Sie einen Fruchtsaft? Um diese Zeit trinke ich Tee. Na, worauf wartet ihr? Er trinkt Tee. Sagt Lisette Bescheid. Los, raus mit euch. Wie Sie wollen. Und was führt Sie zu mir, Herr Adler? Doch, nichts Besonderes. Eine simple private Frage. Aber Ihre Buddy-Puddings drücken auf den Alarmknopf, dass das Geschirr klirrt. Die Männer sind etwas übereifrig. Sie haben den Auftrag, mich gegen ungebetene Besucher abzuschirmen. Fein. Da sind wir ja punktgenau beim Thema. Warum? Bitte? Weil Sie sich gegen einen Mordanschlag schützen müssen, richtig? Sie spinnen! Sie haben Max Schochhammer gefragt, was man gegen einen Ami-Killer machen kann. Erzählen Sie mir darüber. Tipsy ist keine seriöse Informationsquelle, Herr Adler. Er passt bloß zu meinen anderen Informationen. Schlagen Sie sich Ihre Informationen aus dem Kopf? Schauen Sie, wir wollen doch keinen Ärger bekommen. Ja, was ist? Ich bringe den Tee, Hansi. Gut, Lisette, schenk ein. Mag sein, dass Tipsy irgendeine Äußerung von mir missverstanden hat. Tja, dann will ich das mal aufklären. Der Mann steht im Hausflur und redet die Leute mit ihrem Namen an, dann schießt er. So, so. Er hat sie verfehlt. Aber ich werde ja dort wiederkommen. Ach, reden Sie keinen Blödsinn. Er hat eine Liste von Leuten bei sich, die ermordet werden sollen. Ihr Name steht auch drauf. Mein Name ist nicht gerade selten. Aber ich bin ganz froh, dass Sie gekommen sind, Herr Adler. Da lassen sich die Missverständnisse gleich ausräumen. Danke, Lisette, für mich nicht. Wie du willst. Sehen Sie, ich habe keine allzu gesellschaftsfähige Beschäftigung. Aber ich habe mir ein kleines Imperium aufgebaut. Und da kackt mir keiner ran. Bei mir gibt's keine Konflikte, keine Skandale. Ich möchte auch nicht, dass hier ein Privatdetektiv tätig wird. Ist der Tee gut? Halbwegs. Das Wasser hat zu lange gekocht. Sie haben gewiss Unkosten gehabt, Herr Adler. Erlauben Sie mir, dass ich Sie Ihnen ersetze. Darf ich Ihnen einen Scheck geben? Deswegen bin ich nicht gekommen. Ich weiß, mein Lieber, ich weiß. David! Goliath! Sie heißen natürlich anders, aber ich nenne Sie so. Natürlich. Sie haben gerufen, Chef. Begleitet Herrn Adler hinaus. Grüßen Sie Tipsy von mir. Vielen Dank für den Tee. Auf Wiedersehen, mein Herr. Hier, Lisette. Kaufen Sie sich davon eine neue Perücke. Die ist zu struppig. So long. Er hat mir einen Scheck gegeben, Hansi. Über 5000 Mark. Was mache ich denn damit? Ach, Quatsch nicht. Sag Henning Bescheid, ich will ihn sprechen. Schon da. Hab von nebenan alles mit angehört. Jetzt steuern wir Kollisionskurs, wie? Tipsy muss den Verstand verloren haben. Das ist jetzt nicht das Problem. Wie werden wir mit diesem Adler fertig? Dein Vorschlag? Er ist eine kleine Salatlaus. Aber gerade sowas kann gefährlich werden. Notorisch neugierig und unberechenbar. Du siehst ja, hat deinen Scheck nicht mal angeguckt. Er ist Idealist. Solche Leute sind gemeingefährlich.
Was weiß der Mann? Was er weiß. Dass ein amerikanischer Killer hinter dir her ist, das weiß er. Mein Gott, das war irgendein Spinner. Wer nimmt sowas ernst? Adler. Ich hasse Privatschnüffler. Was machen wir mit ihm? Tja, abwarten. Und observieren, würde ich sagen. Gründlich, aber in Ruhe. Keine Panik. Also gut, Henning. Geben wir Freund Adler eine Überlebenschance. Verdammt, ich habe diesen Beringer nicht getötet. Wie kommen Sie überhaupt auf diese idiotische Idee, Herr Kommissar? Wie kommen Sie darauf? Na, bei Ihren Vorstrafen, Herr Holberg. Wie Vorstrafen? Gedächtnis verloren, Einbruch, Raub, Körperverletzung. Ich habe nie jemanden umgebracht. Ich habe doch diesen Beringer überhaupt nicht gekannt. Warum hätte ich ihn erschießen sollen? Ein normaler Raubüberfall, nehmen wir mal an. Aber Beringers Frau kam dazwischen. Na, das ist ja ein Geniestreich. Da haben Sie doch tatsächlich meinen Klienten am Wickel. Tag erhalten. Wieder gesund? Ging ja schnell. Habe nicht gehört, dass Sie angeklopft haben, Herr Adler. Ich klopfe nächstens zweimal. Was wollen Sie überhaupt hier? Ich dachte, es interessiert Sie vielleicht, was ein anderer der Todeskandidaten so treibt. Aber lassen wir das. Hören Sie, Halden. Das ist ein Scheißspiel. Mein Klient vertraut mir, ich vertraue Ihnen und Sie packen ihn postwendend in die Tüte. Sie haben mir ausdrücklich versichert, dass Sie ihn aus dem Spiel lassen. Das war, bevor wir die Zusammenhänge überblicken konnten. Ach, überblicken Sie jetzt? Na, vielleicht haben Sie Herrn Holberg ja erst auf die Idee gebracht. Welche Idee, Herr Fleck? Was meinen Sie? Er meint die Masche, die hier gestrickt wird. Mhm. Man schreibt ein paar Namen auf einen Zettel, darunter seinen eigenen und den des Mordopfers. Dann kann man leicht behaupten, selbst bedroht worden zu sein. Bei Ihnen muss irgendwas durchgebrannt sein, Halden. Drehen Sie mal die Sicherung wieder rein. Sie selbst stehen doch auch auf dem Zettel. Und auf Sie ist ein Mordanschlag verübt worden. Dadurch ist er ja erst auf den Dreh gekommen. Er wusste, da läuft ein Amerikaner herum. Na, so ein Akzent lässt sich doch leicht nachmachen. Ach, so entsetzlich dumm darf eigentlich niemand sein. Denken Sie doch mal nach, Fleck. Ihr habt den Anschlag geheim gehalten. Pistolen reinigen. Oder kam es in den Nachrichten? Eine Insider-Information aus der Unterwelt. Ich gehöre nicht zur Unterwelt und Sie haben kein Recht, mich festzuhalten. Kein Recht! Oh doch. Ich habe einen ordnungsgemäßen Haftbefehl gegen Sie. Aber keine Beweise. Nicht einen einzigen. Die werden wir schon finden. Mensch, Adler, da haben Sie mir saftig was eingebrockt. Ich sage kein Wort mehr. Ich habe das Recht, die Aussage zu verweigern. Und ich habe das Recht, Sie zu verhören. Und ich hab's nicht eilig. Das kriegen wir schon. Jawohl, Herr Hauptkommissar. Es ist Ihr Recht, meinen Klienten zu verhören. Es ist auch Ihr Recht, zu denken, was Sie wollen. Sie dürfen glauben, dass er sich die Geschichte mit dem Zettel ausgedacht hat. Sie dürfen annehmen, dass er Herrn Beringer auf dem Gewissen hat. Sie dürfen meinetwegen auch mutmaßen, dass ich dabei geholfen habe. Sie dürfen ihn in U-Haft stecken und tagelang ausquetschen. Aber wenn in dieser Zeit irgendein anderer, der auf dieser Liste steht, ins Gras beißt, dann werden Sie dafür zahlen. Halten. Hey, Stan. Und Isa. Whisky. Mit viel Whisky. Gerne. Alles in Butter? Ja. All engines are working correct. Dann erzähl mal, mein Schatz. Was weißt du über Heinz Müller? Oh, Stanley. Hm? Ich weiß, allein im Berliner Telefonbuch stehen 142 Heinz Müllers. Es muss nicht der Heinz Müller sein, aber ich glaube, dass es ist. Warum? Weil er mir einen Scheck gegeben hat, nur damit ich meine Nase heiß halte. Du warst bei ihm? Warum nicht? Mann, oh Mann. Ich kenne mindestens ein Dutzend Typen, die eine Menge dafür löhnen würden, wenn Hans Müller sie in Ruhe lässt. Hm. Er bezahlt dich? Na, du bist ein Sonntagskind. Aber warum, Isel? Warum zahlt er? Er ist sauer auf Privatdetektive. Was glaubst du, wie viel betrogene Ehefrauen ihm deine Kollegen auf den Hals schicken? Er hat eine halbe Hundertschaft Strichmiezen laufen und kontrolliert die Lokale. Er ist hier der Big King. Sei froh, dass er dich auf diese Weise losgeworden ist. Er ist sonst nicht so generös. Fehler. Er ist mich nicht losgeworden. Stan. Der Scheck war zu hoch. 5 Riesen. Der Mann hat was mit der Sache zu tun. Stan. Du bist Privatdetektiv.
Der Schrecken aller Ehebrecher. Bleib auf deiner Etage. Überlass die Sache der Polizei, die hat den längeren Atem. Dein Vertrauen in die Obrigkeit in Ehren, aber wie ich die kenne, liegen die längst in der Puffe und träumen vom Tor des Monats. Warum kannst du nicht aufhören, Night Talk? Ja. Bedeutet ich dir überhaupt nichts? Na, Fleck, immer noch nichts? Dann würde ich doch laut Hurra brüllen. Ich bin jetzt schon bei 1992. Nirgends ein Name von dieser verdammten Liste. Sag mal, was machen wir uns eigentlich verrückt? Wir haben doch diesen Holberg. Was jagen wir einem Phantommörder nach? Weil Stanley Adler mindestens in einem Punkt recht hat. Wenn jetzt noch einer von dieser Liste umgelegt wird, dann sind wir dran. Nun lass endlich die Grübelei, Stan. Bringt doch nichts. Verstehst du denn nicht, Isse? Während die Polizei Benno Holberg an die Kette legt, läuft der Killer frei rum und mordet fröhlich seine Liste herunter. Und ich könnte es verhindern, wenn ich bloß einen etwas höheren IQ hätte. Isse, ich bin einfach zu blöd. Nein, das bist du ganz und gar nicht. Du hast eine zu hohe Meinung von mir. Küss mich. Was? Du hast schon verstanden. Aber wir haben noch nie... Küss mich. Geht's deinem Iko jetzt besser? Ja, das war durchaus produktiv. Können wir das irgendwann wiederholen? Oh. Lässt du denn die Finger von der Sache? Ja, das heißt, nein, ich würde wollen, nur... Nein, es tut mir leid, ich kann nicht. Willst du keine Frau, Stan? Weißt du, ich glaube, ich habe mich da in eine falsche Theorie verrannt. Ami-Killer, High Society. Habe ich dir erzählt, dass ich in Holbergs Wohnung war? Sowas hast du noch nicht gesehen. Mir blieb glatt die Spucke weg. Alles im Stil der 70er. Mustertapete, Plastiksessel und überall diese farbigen Raketen, in denen Blasen aufsteigen. Hat der Mann einen Schuss? Im Papierkorb habe ich die Rechnung einer Nachbar gefunden, Scirocco. Und auf dem Anrufbeantworter war eine mysteriöse Nachricht von Slim Nicholas. Nein, seinem deutschen Synchronsprecher, ein gewisser Alf Sandor. Magst du eigentlich Slim Nicholas? Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe, okay? Gott sei Dank, dass Sie noch da sind. Herr Adler, mitten in der Nacht. Wollte Ihnen noch was sagen. Es ist kein Profi. Wie kommen Sie denn darauf? Hab nachgedacht. Das hilft manchmal. Der Mann, den wir suchen, hat keinen Profikiller engagiert. Er selbst ist der Täter. Und er steht in Ihren Akten. Und weswegen, meinen Sie, ist er kein Berufsmörder? Dafür gibt es zwei gute Gründe. Erstens. Bis jetzt hat er dreimal zugeschlagen. Biringer hat er ermordet, sie hat er angeschossen, von Benno Holberg wurde er in die Flucht getrieben. Das macht eine Erfolgsquote von 33 1/3%. Das ist kein Profi. Und der zweite Grund? Der Zettel, den er in der Tasche hatte, die Namensliste. Aber gerade die ist doch ein Hinweis darauf. Hab ich auch gedacht, aber falsch. Wenn jemand tatsächlich so blöd ist, einem Killer die Namen schriftlich zu geben, dann schreibt er auch die Adressen dazu. Überzeugt mich nicht. Der Täter muss eine Art innere Verpflichtung verspüren. Eine Art ständige Mahnung. Es muss ein magnetischer Sog für ihn sein. Aber die Zeugen sagen übereinstimmend aus, dass der Mann mit amerikanischem Akzent gesprochen hat. Die Zeugen sagen auch übereinstimmend aus, dass er eine Gesichtsmaske trug. Warum wohl, Herr Fleck? Damit man ihn nicht erkennt. Und warum gibt er seiner Stimme einen amerikanischen Akzent? Damit man seine Stimme nicht erkennt. Es ist so simpel, dass es schon wehtut. Sie meinen also, er kennt seine Opfer? Das meine ich nicht. Sonst hätte er die Leute nicht mit Namen angeredet. Er wollte sicher gehen, dass er den Richtigen erschießt. Nein, er kannte sie nicht, aber sie kannten ihn. Oh, warum kommen Sie zu uns? Gehen Sie zu einem Psychiater. Ist doch Unsinn. Wenn ich jemanden kenne, dann kennt er mich auch. Och, Herr Fleck. Suchen Sie in Ihren Akten, suchen Sie nach einem Fernsehmoderator, Politiker, Sportreporter, Schauspieler, Fußballstar. Suchen Sie nach einem Prominenten, der fürchten muss, dass man ihn an seiner Stimme erkennt. Das ist eine Sackgasse. Na. Erstens ist mein Gedächtnis kein Sieb und zweitens haben wir gerade die Akten durchwühlt. Ein Prominenter ist mir nie untergekommen. Sind Sie da sicher?
Ich habe nur ein einziges Mal mit einem Schauspieler zu tun gehabt. Und der war, weiß Gott, nicht prominent. Du erinnerst dich, Fleck, der Prostituiertenmord in Schmargendorf. Die Berufsangabe war Schauspieler. Aber ich habe ihn nie auf der Bühne gesehen, im Film oder Fernsehen, auch nicht in der kleinsten Nebenrolle. Eine gestrauchelte Existenz. Alf Sandu heißt er. Mordanklage. Richtig. Er ist im Übrigen freigesprochen worden. Alf Sandu. Kennen Sie den Mann? Ich? Nein. Woher sollte ich? Aber seine Stimme kennen Sie. Die von Slim Nicholas. Langweilig. Ah ja. In Sandos Apartmentwohnung ist eine Prostituierte ermordet worden. Sylvia Consul. Sie hatte mit ihm ein eheähnliches Verhältnis. Aber wenn er auf Reisen war oder bei seiner Familie, ging sie ihrem alten Gewerbe nach. Bei seiner Familie? Ja, er war verheiratet. Respekt. Und plötzlich war sie tot. Erwürgt. Und wer war's? Wir haben den Täter nicht ermitteln können. Ich bin nach wie vor der Meinung, dieser Sandor war's. Freispruch mangels Beweises. So, und nun, denke ich, haben wir uns alle eine Mütze Schlaf verdient. Ja, angenehme Träume. Ach, Herr Fleck, ich pflege vor dem Schlafengehen ein bisschen zu lesen. Mir ist die Literatur ausgegangen. Würden Sie mir vielleicht mit der Akte Sandor aushelfen? Das ist leider gegen die Vorschrift. Geben Sie ihm die Akte. Sonst fängt er wieder an zu diskutieren und das halte ich nicht durch. Verzeihung, bin ich hier richtig bei der Künstleragentur Melanie Küpper? Ja, ich selbst bin Melanie Küpper. Ich interessiere mich nämlich für einen Ihrer Schützlinge, Alf Sandor. Der ist doch bei Ihnen im Management. Stimmt. Sind Sie Impresario? So was Ähnliches. Organisiere gerade eine Tournee. Aber ich müsste ihn vorher natürlich... Katja, ja, wir müssen ihn natürlich vorher erst sprechen. Was treibt er denn, der Gute? Habe ich ihn nicht vor kurzem erst im Fernsehen gesehen? Ach, kaum möglich. Fernsehen hat er nie gehabt. Na, dann war es wohl im Kino. Oh, nein, nein. Fernsehen und Kino hat er nie gemacht. Das hielt er wohl irgendwie für unter seinem Niveau. Er war Bühnenschauspieler, an verschiedenen Theatern. Da hatte er eine große Karriere vor sich. Sie sagen, er war und er hatte. Oh. Ja, endlich, Katja. Ach, nicht fassen. Warum Vergangenheit? Er ist seit mehr als 3 Jahren nicht mehr aufgetreten. Ach nein, warum denn das? Ja, das ist sehr bedauerlich, sehr bedauerlich. Es gab damals einen Knick in seiner Karriere. Mhm. Seitdem hat er keine Engagements mehr bekommen. Ja, und was macht er? Der Mensch muss doch leben. Ja, oh. Ja, endlich. Katja! Pass auf, du fährst dann und... Oh, nein, das kann doch nicht wahr sein. Ja, naja, er ist noch ganz gut beschäftigt. Er synchronisiert, spezialisiert auf harte Männertypen. Aha, harte Typen. Harte Typen, das würde für mein Projekt sehr gut passen. Wenn ich ihn sprechen wollen. Ja. Oh, da haben Sie Glück. Morgen Vormittag wäre eine gute Gelegenheit. Er synchronisiert mal wieder Slim Nicholas. Ja, pass auf, du musst fahren. Den Waldweg entlang und da... Oh nein, das kann nicht wahr sein. Ja, also wie gesagt, er synchronisiert Slim Nicholas und draußen am East End. Ich schreibe Ihnen die Adresse gerne auch von dem Studio, aber bitte, bitte, bitte lassen Sie mich endlich in Ruhe. Na, Alf, schon fertig heute? Ja, ging ziemlich schnell. 120 Takes in 4 Stunden. Ich brauche was zu trinken. Also wirklich, wenn man Sie so reden hört, das ist doch Slim Nicholas. Aber ehrlich, das könnte ich schwören. Ach ja? Ein Espresso und einen doppelten Cognac. Aber das geht auf meine Rechnung, Herr Wirt, und für mich dasselbe. Nein, 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 das dürfen Sie mir nicht abschlagen, wo ich Sie doch einfach so angesprochen habe. Aber nehmen Sie Platz, bitte. Danke, ich stehe gut. Also nein, diese Ähnlichkeit, ich meine nicht so sehr äußerlich, aber die Stimme. Ja, ja, ich werde öfters danach gefragt. Sie sind mit ihm verwandt, ne? Mit wem? Slim Nicholas. Ach wo, überlegen Sie mal, das ist ein amerikanischer Superstar.
Jetzt, wo Sie es sagen. Als Superstar spricht er wahrscheinlich gar nicht so gut Deutsch. Sie sind wohl eher... Seine Synchronstimme. Sehen Sie, dachte ich's mir doch. Ja, ich mache noch die letzten beiden Folgen, dann wird die Serie abgesetzt. Zwei Espresso, zwei Cognac, bitte. Danke, Jacques. Also, Schauspieler, wie? Ja, so ist das Leben. Cheers. Ja, cheers. Jacques, bring mir gleich noch einen. Sie auch? Ich? Oh ja. Nein. Nur vielleicht doch. In Ordnung. Ich habe ja alle Slim Nicholas-Filme gesehen. Alle. Da lasse ich mir keinen entgehen. Da bin ich Fan. Zeugt nicht gerade von gutem Geschmack. Wieso? Letzte amerikanische Abbruchqualität. Ich hasse Slim Nicholas. Tatsächlich? Ach, verzeihen Sie. Adler, mein Name. Sandor. Sandor, ja. Ist mir eine große Ehre. Zwei Cognacs, bitte sehr. Danke. Na, cheers. Cheers. Schauspieler also. Obwohl, selber machen Sie wohl nicht viel. Ich meine, so im Fernsehen, oder? Ich mache hauptsächlich Synchronisation. Na, muss ja auch sein. Im Theater? Kaum. Genau wie ich. Genau wie ich. Ich meine, ich gehe auch selten ins Theater. Im Raub der Sabinerin haben Sie nie mitgespielt? Nein, warum? Das habe ich mir mal angesehen, aber Sie waren nicht dabei. Und trotzdem, Ihr Name Sandor, nicht Alf Sandor, nicht wahr? Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht eine Presseveröffentlichung. Richtig, aus der Zeitung. Vor 3 Jahren oder so. Alf Sandor, eine tolle Sache. Hab alles verfolgt. Der Dirnenmord in Schmargendorf, eine tolle Sache. Oh, das muss Ihnen vielleicht gar nicht so sehr angenehm sein. Macht nichts. Aber jetzt muss ich Jacques zahlen. Und dann bestellen wir bitte eine Taxe. Ja, mach ich doch. Aber nicht doch. Die Rechnung übernehme ich, war ja abgemacht. Und ich fahre Sie auch nach Hause. Ehrensache. Wo müssen Sie denn hin? Richtung Steglitz. Na nun. In der Zeitung stand, Sie haben eine Villa im Grunewald. Da wohnt meine Frau. Ich bin geschieden seit damals. Und die Wohnung in Schmargendorf? Habe ich vor einem Monat aufgegeben. Zu viele wehmütige Erinnerungen. Oh, das tut mir aber leid. Aber... Was aber? Hab Sie damals bewundert, Herr Sandor. Bewundert. Das ist die große Welt, habe ich mir gesagt. Das ist Stil. Ein Mann liebt 2 Frauen und er arrangiert sich. Ja, wer kann das? Wer kann sowas? Jacques, zahl. Aha. Hier also wohnen Sie jetzt. Ja. Und vielen Dank für den Lift. Ich würde Sie ja gerne auf einen Drink zu mir heraufbitten. Oh, da danke ich aber auch. Das kann ich doch gar nicht. Leider habe ich auch nichts Trinkbares im Haus, fürchte ich. Oh, dem lässt sich abhelfen. Ich habe immer das Nötigste im Wagen. Hier, sehen Sie. Ein 12-jähriger Whisky. Na, ist das was? Ist ja egal, ob ich das bei mir zu Hause trinke oder mit Ihnen zusammen. Hab sowieso nichts vor heute Abend. Also kommen Sie, ich lade Sie ein. Ja, danke. Tut mir leid, es sieht hier alles ziemlich schludrig aus. Naja, das Junggesellenleben. Ach, Raum ist in der kleinsten Hütte. Kommen Sie, ich mache Ihnen etwas Platz. Ja. So, setzen Sie sich. Ja, danke. Sehr freundlich. Viel Soda oder wenig? Sehr wenig. Okay. So. Ja, dann. Cheers. Cheers. Haben Sie eigentlich gewusst, dass Ihre Freundin ein Callgirl war? Wie kommen Sie denn darauf? Weil das damals in allen Zeitungen gestanden hat. Also ich finde das haarig. Da lebt man jahrelang mit einem Mädchen zusammen und hat keine Ahnung, was sie treibt, wenn man mal weg ist. Sie schwatzen zu viel. Ja, sehen Sie, das ist mein Problem. Alle meine Bekannten sagen, ich sollte öfters mal den Mund halten. Aber ich finde, Sie hätten etwas merken müssen. Es gibt doch gewisse Anzeichen. Ein Mann von Format kann das nicht übersehen, finde ich. Mein Gott, was verstehen Sie schon vom Leben? Ihr Spießer, ihr habt einen sehr, sehr... eingeschränktes Weltbild. Es passieren so viele Dinge um euch herum, von denen ihr nicht einmal zu träumen wagt. Trinken wir noch einen? Aber na ja, natürlich. So. Sie war keine Nutte, wie Sie sagen.
Sie hat Kunstgeschichte studiert, sie hatte große Pläne, wollte eine Galerie eröffnen. Aha, und dafür hat sie angespart, verstehe. Cheers. Außerdem, ja, cheers. Ja, und außerdem? Sie war etwas ganz Besonderes. Sie war sanft und verrückt. Sie konnte zuhören. Ja. Sie war eine unglaubliche Frau. In ihrer Nähe war alles ganz leicht. Meine Sorgen existierten nicht mehr. Sorgen? Was für Sorgen? Ach, das Übliche. Finanzprobleme. Das Apartment in Schmargendorf, es war aasig, teuer. Und das Haus im Grunewald. Die Hypotheken haben mich aufgefressen. Aber meine Sylvia, die hat zu mir gestanden. Immer. Sie hat mich geliebt. Und ich sie. Ich war wahnsinnig vor Liebe. Aber... Ja? Aber als sie Trouble hatte, als sie in Schwierigkeiten kam, da habe ich sie allein gelassen. Allein. Was denn für Schwierigkeiten? Und sehen Sie, ich hätte ihr helfen müssen. Ich... Aber lassen wir das. Themawechsel. Trinken wir noch einen? Ja, Henning, was gibt's denn? Du, Hans... David hat gerade durchgerufen. Er beschattet doch den Privatdetektiv und du hältst es nicht für möglich, was der treibt. Was treibt er denn? Er hat Alf Sandor aufgestöbert. Sandor? Adler hat ihn vom Synchronstudio nach Hause gefahren und jetzt hockt er in seiner Wohnung. Verdammt! Der bewegt sich auf einer ganz anderen Etage, als ich gedacht habe. Und du, Pfeiffer, hast gesagt, der Kerl ist ein harmloser Privatschnüffler. Harmlos! Jetzt mausert er sich. Henning, so geht das nicht. Es fehlt mir gerade noch, dass hier jemand uralten Staub aufwirbelt. Goliath! Ja, Chef? Halt dich bereit. Du nimmst den Volvo und löst bei nächster Gelegenheit David ab. Aber warum das? In 10 Minuten fängt das Hertha-Spiel an. Halt's Maul! Ich brauche jemanden, der ein bisschen skrupelloser ist als der kleine David. Der Schnüffler wird lästig. Es wird einen Unfall geben, Goliath. In irgendeiner dunklen Nebenstraße. Mit tödlichem Ausgang. Kapiert? Aber klar doch, Chef. Ja, so ist das Leben. Ja, eine traurige Sache. Sylvia, mein kleiner Engel. Aber einen Zuhälter hat sie wohl nicht gehabt. Wovon reden Sie? Von Ihrem Engel. Ich meine, von Sylvia natürlich. Hören Sie doch mit dieser Schwafelei auf. Natürlich, Verzeihung, Verzeihung. Na dann, cheers. Ja. Naja, ich könnte mir es aber denken, sonst wäre das nicht passiert. Was? Na, der Mord. So ein Zuhälter hätte sie doch beschützt, oder? Fangen Sie schon wieder damit an. Sie konnten sie ja nicht beschützen, oder? Hören Sie endlich mit dem Thema auf. Verzeihung, Verzeihung. Über Tote soll man ja... Also tun Sie es auch nicht. Naja. Halten Sie den Mund. Ich verstehe, ich verstehe. Aber im Grunde können Sie ja froh sein, dass sie so eine gewesen ist. Was? Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, einen anderen Täter überhaupt in Erwägung zu ziehen. Lebenslänglich hätten sie gekriegt. Wäre vielleicht auch besser gewesen. Wie denn das? Ist doch kein Leben. Freigesprochen, ja. Mangels Beweises. Ich habe den Sermon noch wörtlich im Kopf. Da dem Angeklagten der Mord an seiner Geliebten nicht mit letzter Sicherheit nachzuweisen ist, erfolgt Freispruch mangels Beweises. Mangels Beweises. Wissen Sie, was das heißt? Du bist erledigt. Total. Wo immer ich hinkomme, heißt es der Nuttenmörder. In unserer Branche sind so viele linke Vögel, denen lacht das Herz, wenn sie mal untadelige Moral demonstrieren können. Ich bin nicht zu vermitteln, verstehen Sie? Dem Publikum nicht zumutbar. Das ist der Grund, warum Sie mich nicht mehr auf der Bühne sehen. Na, zum Glück haben Sie einen Ausgleich gefunden. Bitte? Na ja, Slim Nicholas. Danke bestens. Ich bin Schauspieler, Künstler, ich gestalte Rollen, verstehen Sie? Glauben Sie denn, es macht Spaß, dieses Synchrongewäsch runterzuleiern? Trinken Sie das. Das wird Ihnen gut tun. Oh. Das ist ein Befehl, Lieutenant.
Schmeiß die Knarre weg, Fremder. Also toll ist das. Es kotzt mich an. Naja, bald ist doch damit zu Ende, aber solange es noch geht, muss ich das machen. Irgendwas muss man machen. Ständig auf der Flucht. Sie haben aber, ich meine mal Hand aufs Herz, Sie haben wirklich nichts mit dem Mord zu tun. Wann waren Sie mich nicht verrückt? Verzeihen Sie, ich meinte ja nur. Und es ist nie rausgekommen, wer es war? Die Polizei ist der Spur nie nachgegangen. Und Sie haben auch keine Ahnung, wer es gewesen ist? Himmel, was geht Sie das an? Natürlich nichts. Es ist reine Neugier. Entschuldigung, ich dachte nur... Was glauben Sie, was ich schon darüber nachgedacht habe? Ja, vielen Dank für den Whisky, war ausgezeichnet. Ja, dann will ich mal... Ich lasse Ihnen den Rest der Flasche da. Ach ja, ich glaube, das wird jetzt wieder einer Ihrer Synchrontexte. Hier ist meine Karte. Wenn Sie Sorgen haben, rufen Sie mich an. Ich bin immer für Sie da. So long. Ja, Wiedersehen. Stanley Adler. Privatdetektiv. Du lieber Himmel, Adler, Sie schon wieder. Was zum Teufel wollen Sie? Auf der Fahrt hierher wurde ich von einem krummen Typen verfolgt in einem blauen Chevrolet, Kennzeichen BAC 1255. Es ist einer der Bodyguards von Hans Müller. Hans Müller? Ja, der auf der Mordliste steht. Es wäre schön, wenn Sie ihn mir vom Halse halten könnten. Bin ich vielleicht Ihre Sekretärin? Er trägt eine Kanone unter der Achsel. Festnahme wegen unerlaubten Waffenbesitzes wäre sicher nicht unangebracht. Adler, Sie rauben mir den letzten Nerv. Hallo Chef, hier aus Goliath. Ja, was gibt's? Ich bin jetzt bei David. Also hier ist alles ruhig. Adlers Wachen steht noch vorm Präsidium. Sehr gut. Du weißt genau, was du zu tun hast. Wenn der Kerl rauskommt, hängst du dich dran. Und bei einer günstigen Gelegenheit fährst du den Wagen zu Schrott. Kapiert? Ja, natürlich. Polizei! Keine Bewegung! Hände über den Kopf! Henning, die Sache geht in die Hose. Die Polizei hat gerade David und Goliath hops genommen. Große Güte, jetzt regnet's uns durchs Dach. Was machen wir? Vor allem nicht die Nerven verlieren. Du machst mir Spaß. Du selbst bist doch das reinste Nervenbündel. Hör, quatsch nicht! Ich glaube... Wir verkrümeln uns für ein paar Wochen an die Adria. Los, Henning, fahr zur Bank. Heb so viel Geld ab, wie du kriegen kannst, klar? Klar. Nun lass mal hören, Gitta. Was war diese Kunst für eine? Du bist Vase. Hübsch. Ja, pretty. Aber eine Ego-Tusse. Die hat einem auf der Tanzfläche glatt die Freier abgeklotzt. Und wer so ist wie die, sag ich immer, dem passiert auch sowas wie der. Die war eine richtige Freibeuterin. Die hatte Lokalverbot, aber die hat sich ja von keinem was sagen lassen. Du weißt ja, wie solche sind. Und ein Skandal kann sich der Boss nicht leisten. Der Boss? Das ist Hans Müller, ne? Ja, klar. Und was ist nun? Trinken wir noch rein oder gehen wir gleich? Ja, halten. Adler hier. Ich glaube, ich habe Ihren Fall gelöst. Was? Ja, machen Sie sich bereit. Kommen Sie in die Waldmeister 50. Ich warte dort auf Sie. Waldmeisterstraße 50. Dort wohnt Alf Sandor, der weithin unbekannte Schauspieler. Ja, wieso? Wie kommt denn der nun wieder ins Spiel? Das erfahren Sie alles, wenn Sie hier sind. Halt, er kommt gerade aus dem Haus. Steigt in ein Taxi. Ich klemme mich dran. Mein Gott, Lisette, wo bleibt Mr. Henning? Ich denke, er ist noch auf der Bank, Hansi. Das dauert. Hast du die Koffer gepackt? Ja, alles fertig. Okay, dann hol sie und bring sie in die Garage. Ich mache inzwischen den Rollstar klar. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay, bis gleich. Hey, Mr. Muller? Ja? Nein, bitte nicht. Drop it, Sandor. Knarre weg, heißt das so in eurem Synchrondeutsch. Sie, Adler. Mann, ich bringe es. Keine gute Idee. Meine Waffe ist scharf, Sandor. Sie haben keine Chance. Nehmen Sie ruhig Ihre Maske ab, Sandor. Stanley Adler, der Privatdetektiv? Was machen Sie denn hier? Ich habe Ihnen gerade das Leben gerettet, Herr Müller. Nein, bleiben Sie stehen. Keinen Schritt. Was soll denn das? Wir warten auf die Polizei. Sie sollte längst hier sein. Und Sie bleiben auch, wo Sie sind, Sandor. Bravo. Sie sind ein brillanter Schauspieler. Der amerikanische Akzent, die Abhakliste, Holberg, Behringer, Halden, Müller. Ja, das sind sie. Das sind die Figuren, die mich ruiniert haben.
Der Kommissar, der Bordellkönig und die anderen. Beringer und Holberg? Die waren doch in der Nacht bei ihr, als es passiert ist. Genau das habe ich vermutet. Aber woher wissen Sie das? Ja, ganz einfach. Vor 4 Wochen habe ich meine Schmargendorfer Bleibe aufgelöst. Da ist mir was in die Hände gefallen, was die Bullen übersehen haben, als sie die Wohnung untersucht haben. Diese verdammten Hohlköpfe. Ein Kunstkalender. Auf der Rückseite hatte sie ein paar Notizen gemacht. Wann und wie viel Geld sie von wem eingesteckt hatte. An ihrem Todestag waren das Holberg und Beringer. Und Holberg war mein bester Freund. Und weil Sie enttäuscht waren als Freund, wollten Sie ihm alles in die Schuhe schieben. Und da hat nun der alte Slim Nicholas Rache geschworen, ha? Ja, die haben mich kalt über die Klinge springen lassen. Das muss man denen doch heimzahlen. Sander, Sie sind ein Idiot. Die Polizei. Ja, was ist denn hier los? Da sind Sie ja endlich, Halden. Im Verkehr stecken geblieben, oder? I love you, Baby. Sie pfeifen und ich tanze, was? Hä? Was gibt's? Wenn Sie etwas schneller getanzt hätten, hätten Sie einen Mord verhindern können. So musste ich das für Sie tun. Hier ist Ihr Schäfchen. Mord und dreimaliger Mordversuch. Aber den kenne ich doch. Das ist Alf Sandor. Ja, der weithin unbekannte Schauspieler. Aber seine Stimme kennt in Deutschland jedes Kind. Und den dort dürfen Sie auch gleich mitnehmen. Hans Müller, verdächtig des Mordes an Sylvia Konzel. Verrückt. Ich habe diese Konzel nie zu Gesicht bekommen. Mag sein, Sie haben sie nicht selbst umgebracht, aber Sie haben den Auftrag dazu gegeben. Kein Wort davon ist wahr. Erzählen Sie das alles dem Herrn Hauptkommissar. Ich habe mit dem Fall nichts zu tun. Wie heißt es in diesen amerikanischen Synchronwestern? Er wird einen fairen Prozess bekommen. Unter anderem dieser Müller. Ach, der clevere Anwälte, die schieben alles auf David und Goliath und behaupten, das Ganze sei ein Unfall gewesen. Sylvia Konzel sollte gar nicht umgebracht werden, man wollte ihr nur einen Denkzettel verpassen. Ja, aber doch im Auftrag von diesem Müller. Anstiftung zum Mord. Ach, Isel, so wie ich die Welt kenne, reden ihn seine Anwälte raus. Er bekommt bestenfalls eine Bewährungsstrafe und tourt mit seiner Lisette durch die Lande. Es ist ein Scheißspiel. Und unser Spiel, Night Talk? Wie, was? Hast du mich schon wieder nicht verstanden, Stan? Verstanden? Da hast du 2 Morde aufgeklärt. Einen verhindert. Einen ganzen Zuhälterring platzen lassen. Einmal geküsst, aber eine einfache Frage mit 4 Wörtern übersteigt deinen Horizont. Kannst du die Frage vielleicht wiederholen? Nein. Darf ich dich küssen, Isa? Ja.